Leute, heute in Elektrotraining in 5 Minuten Solartechnik und zwar unterschiedlicher Ertrag, Tagesertrag. Und zwar, wenn ihr mal genau guckt, bei mir bei einer Zeit, wisst ihr, bei meiner 9,8 Kilowatt Anlage hier, Ertrag heute sind 6.904 und hier Ertrag nur 424 Wattstunden. Ja, was bedeutet das? Konkret ist ein ganzer Pfad mir jetzt ausgefallen, Vollkatastrophe oder was ist hier los? Was muss ich jetzt tun, um herauszufinden, ist das einfach nur heute ein unschöner Tag oder wie sieht's aus? Und dazu habe ich ein paar Sachen, die ihr euch vielleicht angucken könnt und euren Fehler sozusagen selber suchen. Das erste Mal, ihr guckt euch an, was ist die Tagesspitzenleistung? So, wenn man sich die anguckt, habe ich hier 4,3 kW und hier 2,7 kW. Die müssten normalerweise identisch sein. Also der ist hier, das war der mit den 300 Wattstunden, ist ja schon wesentlich geringer. So, das nächste, was ich mir jetzt angucke, ist, habe ich diesen Fehler schon länger, beziehungsweise ich schaue mir jetzt die Menge, die ich eingespeist habe, an der letzten, ja, kann ich jetzt rumschalten, Ertrag heute, gucke ich weiter, und zwar Ertrag, ja, geh her, Ertrag im Jahr. Hier habe ich 449 und jetzt, wenn ich hier weiter drücke, oh, das war zu viel. So, jetzt nochmal, da habe ich Spitzenleistung. 36 Grad. So, Ertrag heute. Und jetzt Ertrag im Jahr 4267. Und die Werte vergleiche ich jetzt auch. Und da sehe ich, da hat der sogar mehr eingespeist als der. So, solche Unstimmigkeiten habe, kann ich jetzt zumindest sagen, okay, dieses Gerät sieht nicht aus, als ob es direkt kaputt wird. Man muss natürlich gucken. Es kann sein, dass ich jetzt, bei mir ist jetzt Herbst, also bin ich Ende Oktober, der Sonnenwinkel entsprechend neigt. Und es kann ja mit der Zeit sein, dass gewisse Gebüsche sich irgendwie groß machen. Und das ist was ich jetzt als nächstes angucke. Und zwar blicke ich auf die Anlage drauf, ob jetzt hier im Moment irgendwas stören kann, irgendwelche Sträucher oder Bäume. So, und jetzt, wenn man sich das Ganze anguckt, das ist ja hier, die Anlage ist ja aufgebaut bei meiner Oma. Also das ist ja nicht mein Elternhaus. Und dann sieht man hier schon, dass dieser Strauch hier, durch das, dass wir jetzt hier so eine niedrige Sonne haben, Sonne, schön, wenn ihr anguckt, die ist ja ziemlich weit unten jetzt schon, aktuell 15 Uhr. Jetzt, wenn ihr hier hinguckt, dann machen diese Blätter, diesen Strang hier, verdecken mir ein, zwei ein, zwei Paneele. Auf der anderen Seite hingegen sehe ich nächstes Problem, das Teil ist groß geworden, über den Sommer gar nicht aufgefallen, dass dieser Busch mir hier Probleme macht. Und der verschattet mir hier natürlich, wenn ihr hier hinguckt, man kann es hier sehen, der verschattet mir bei der aktuellen Situation das Ganze. Also Fazit an diesem wunderschönen Herbsttag. Es ist nicht schlimm, also es ist weder technisch irgendwas defekt, weder PV noch ein Wechselrichter. Problem ist aber die Sträucher. Und diese Sträucher, das ist das, was meistens über den Sommer, über den Frühling wächst und über den Sommer auch. Und man bekommt es gar nicht mit, weil die Sonne ganz oben steht, aber im Herbst bekommt man dann auf einmal sowas mit. Und da kann ich wirklich sagen, für die Heimgärtner im Herbst, ihr habt da immer eine Aufgabe, und zwar guckt, nicht, dass irgendwo eure PV-Anlage langsam zuwächst und euch eure Erträge wegkommen. Ihr seht selber, auf der einen Seite habe ich jetzt knapp 5 kWh eingespeist und auf der anderen Seite nur 300 Wattstunden. Also sprich, ein halber Strang ist für mich komplett unrentabel. Und wenn man das bei mir jetzt hier mit 43 Cent multipliziert, sind das doch auf einer Seite ja, 2 Euro, auf der anderen Seite auf Deutsch gesagt nichts. Und deswegen, ja, jetzt geht's ran an die Heckenschere und jetzt wird hier ziemlich die einzelnen Büsche geköpft, weil
Strom produzieren ist einfach geil, macht einfach Spaß. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffe, dieses kleine kurze Video hier oder Status-Update hat euch weitergeholfen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Nicht vergessen, Jungen, abonnieren. Hier geht's weiter zu einem weiteren coolen neuen Video.